unsere Zorherzen im gleichen Tag schon. Der Herbst streift schon übers Alpbühl in Peter Roseckas Waldheimat. Im Gasthof Roseckerhof trafen sich am vergangenen Wochenende Sänger und Musikanten zum ersten Rosecker Wirtshaussingen. Sepp Leubner vom ORF Radio Steiermark führte durch das Programm. So, Wirtshaussingen gefällt mir ganz besonders gut, weil es ursprünglich ist. Und das stellt auch dar, was die Leute hören wollen, was sie mitsingen möchten. Nicht nur Publikum zu sein, sondern selber auch aufführend zu sein. Und das verbindet die Leute. Und mir taugt es so, wenn es unparfümiert ist, wenn es bodenständig, erdverbunden oberläuft und wenn die Leute eingebunden werden. Und man ist auch viel näher beim Publikum, wenn da nicht viel Mikrofone herumstehen und nicht viel Beschallung ist. Das hat was Ursprüngliches und da fühle ich mich pudelwohl. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie hier im Gasthof Roseckerhof zum ersten Rosecker Wirtshaussingen auf das Allerherzlichste begrüßen. Shannon, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim ersten Wirtshaussingen im Roseckerhof. Sepp Leubner leitet mittlerweile die Volkskulturredaktion des ORF Steiermark. Es ist im Grunde kein fixes Programm festgelegt. Alle Sangesfreudigen sind gekommen, aber auch die gern zuhören möchten. Und es seid natürlich herzlich eingeladen, auch bei den Liedern, die das kennt, oder auch dann bei den Liedern, die von uns vorgeschlagen werden, Epic County Lieder, mitzusingen. Darum heißt es ja auch Wirtshaus singen. Dann huchen wir einmal zu. Wie wichtig ist es für die Region bzw. für die Volksmusik, dass solche Treffen stattfinden? Das ist ganz was Wichtiges, weil nämlich die Regionalität sowieso was Eigentümliches ist in der Steiermark. Wir haben überall unterschiedliche Dialekte, unterschiedliche Trachten, unterschiedliche Ausdrucksweisen, unterschiedliche Bräuche und Erlebnisse. Und das ist das, wo wir hin müssen, auch mit Radio Steiermark, nämlich zu den Leuten hinaus, um ihnen ein bisschen Unterhaltung zu bieten, aber auch sie selber einzubinden und hinten noch ein bisschen zu reden, essen, trinken, lustig sein. Das ist die Steiermark und das taugt mir so. Ganz super war das. Einmalig. Muss man sagen. Hat alles eingeschlagen. Die Sänger super, die Blas war gut, also hat ganz gut hingehauen alles. Ja, der Stickel, was wir jetzt nehmen, fahr ich durchs Mürztal rein. Es soll so schön dort sein. Habt ihr selber schon gesehen? Naja, in der heutigen Zeit kommt ja das eh schon bereits an und diese volkstümlichen Sachen, die sollten halt wieder ins Leben gerufen werden. Und da ist ja sicher ein Mann, der Roseckerhof wird, der was das sicher fasziniert und weiterfährt. Also ich muss ehrlich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin das erste Mal dabei bei sowas. Ich bin ja sehr viel in der Nacht unterwegs durch meine Tätigkeit als Bereichskommandant Stellvertreter. Hör mir auch sehr viele steirische Sendungen an, ORF, Steiermark und so weiter. Und der Sepp Leubner ist ja bekannt im Radio. Aber auch der Romy gefällt mir, taugt mir, dass er sowas veranstaltet und über die Runden bringt. Super Sache. Hast du gesagt, Mama, was machst du? Was soll ich in der Hochzeitsnacht anziehen? Hat die Mutter gesagt, am besten die Knie. Komm ich in deine Augen, dir fein ich auch. Spiegelt die Liebe ab, bleibt sie so blau. Und dann war dann die übliche Stellung. Doppeladler.
Sie traut sich Nordseiten, ich Südseiten. Arsch zusammen, schaut wirklich aus. Wir haben extra auf der Decke einen Spiegel montiert, aber so wie es ist. Da lassen wir Doppeladler und so heißt das auch ganz. Wie schaut es mit dem Nachwuchs aus? Interessanterweise sehr gut. Kleines Beispiel, meine Kinder. Der Ältere ist in der Tracht, in der Lederhosen zur Matura angetreten. Die Kleine letztens fängt auch in der ersten Klasse Hauptschule, kriegt ein SMS am letzten Ferientag von ihrer Kollegin: Vergisst du eh nicht, dass wir in der Tracht zum ersten Schultag gehen. Also die jungen Leute, sowohl was die Musik betrifft, als auch was die Tracht und das Brauchtum betrifft, kämen wieder zu. Man schämt sich nicht mehr für die Volksmusik, für die Volkskultur. Ganz im Gegenteil, auch die jungen Leute sind stolz drauf, lernen Instrumente, lernen alte Lieder und das passt. Da kommt ein richtiger Humus nachher und das taugt mir sehr. Also ein bisschen zurück zum Ursprung. Ich sage immer, wer seine Wurzeln ausgräbt, ist dem Wind ausgeliefert. Das heißt, die jungen Leute wissen wieder, die Schädelbeitler-Musi ist ausgereizt. Da ist nichts mehr, da ist nur mehr Laut und Schädelbeiteln. Also, da mal wieder das Ursprüngliche, da mal Lieder singen, da mal Musik spielen miteinander, Blasmusi, Volksmusi, was auch immer. Und die jungen Leute taugt das wieder und das macht mich ganz besonders stolz und gibt mir Hoffnung auch, dass die jungen Leute noch erwachsen und sich für die Volkskultur insgesamt interessieren. Die Hausstorner Blasmusi spielte zünftig auf und denen Leid hat's gefallen. Ich glaube, es ist sicher ganz ein wichtiger Faktor, gerade in unserer Region, dass man solche Sachen herbringt. Auch die Gruppen, die was da auftreten, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Obwohl auch eigene Partien dabei sind, die da aus dem Ort kommen und trotzdem auch von weit her. Und ich glaube auch heute, wenn man gesehen hat, die Leute kommen von weit und breit. Ich bin ja Einheimischer, aber trotzdem, die, was von weit und breit herkommen, werden sicher auch eine Freude haben und mit der Freude heimfahren. Naja, ich finde, dass die Volksmusik in der Gegend nicht ins Sterben geraten sollte. Und dafür sind eben diese Veranstaltungen prädestiniert dazu. Und um auch zu zeigen, welche Musikanten eigentlich dieses Gebiet zur Verfügung hat. Christi Gott, mein Liebe an mir, Christi Gott. Host mal auf, das hier ist das Puzzle-Game, Götz Gold. Gemütlich zusammensitzen miteinander, singen und spielen, was gut essen und trinken. Die hektische Zeit ein bisschen lang halten. Eigentlich gut gefallen, für uns war es auch das erste Mal. Wie wichtig sind solche Treffen für die Volksmusik bzw. für die Region? Ja, ich glaube ganz einfach schon, dass dazugehören bei uns und dass das eine Abwechslung sein soll zwischen Blasmusik und dem Singen im Wirtshäusl. Das war wirklich sehr schön. Man merkt es, dass die Leute sehr gern singen, zuhören und sehr gern selber mitsingen. Ja, uns hat es sehr gut gefallen. Wir waren ein bisschen aufgeregt, aber wir waren beteiligt und wir waren nicht ganz sicher, was uns erwartet, aber es war ein stimmungsvoller Abend. Ja, wir haben es genossen, der Sepp Leubner war lustig, Musikanten haben schön gespielt, hat alles gepasst. Es wird eine volle Wiederholung geben, nächstes Jahr wieder im Oktober, wann genau, das weiß ich noch nicht, aber es wird eine Wiederholung geben, ganz sicher sogar. Wo wir uns finden, wo unterliegen. Zum Abschluss wurde miteinander noch einmal gesungen, beim ersten Rosecker Wirtshaus singen. Schön war's und alle freuen sich schon aufs nächste Mal.